Assembly bezeichnet eine Gruppe von Programmiersprachen, wo jede einzelne auf eine bestimmte Prozessorart optimiert ist bzw. für genau einen CPU-Typ entwickelt wurde. Die verschiedenen Assembler-Sprachen, wie man auf Deutsch sagen kann, tragen auch den Titel Programmiersprachen der zweiten Generation, da sie den direkten Nachfolger von Programmierung mit Binärcodes, also Einsen und Nullen, darstellen. Die Syntaxen von Assembler-Sprachen werden mit Hilfe eines sogenannten Assemblers direkt in Maschinensprache und damit in Binärcodes übersetzt. Dabei wird so gut wie gar nichts am Code verändert. Im Gegensatz dazu nutzen höhere Programmiersprachen, wie die in den letzten beiden Videos erwähnten Sprachen, mehrere Maschinenbefehle, um eine geschriebene Zeile Code auszuführen. Um sich den Aufbau der Programmiersprachen und eines Computers vorzustellen, werden wir eine kleine Pyramide bauen. Auf der ersten bzw. untersten Ebene steht die Hardware, also CPU, GPU, RAM und Co. Darüber steht die Maschinensprache, welche aus Binärzahlen besteht und die einzelnen Hardware-Komponenten anweist, was sie zu tun haben. In der dritten Stufe stehen die Assembly-Sprachen, welche mit uns bekannten Zeichen arbeiten, diese jedoch lediglich in Nullen und Einsen umwandeln. Die Spitze der Pyramide bilden höhere Programmiersprachen wie zum Beispiel die C-Sprachen, Java oder Python. Anhand dieser Pyramide lässt sich auch leicht die Herkunft des Namens Assembly herleiten. Eine Übersetzung von Assembly ist nämlich Zusammenkunft und genau das ist Assembly auch. Eine Zusammenkunft von Programmiersprachen der dritten oder höheren Generation und Maschinensprachen. Wie man sich leicht denken kann, sind Assembler-Sprachen im Gegensatz zu Java und Co. weitaus komplizierter und unflexibler, da sie, wie schon erwähnt, jeweils auf einen bestimmten Typ von Prozessor ausgelegt sind. Jedoch durch die Optimierung auf einen bestimmten Prozessor ist Assembly extrem schnell und kann in der Geschwindigkeit von so gut wie keiner höheren Programmiersprache geschlagen werden. Genau das ist auch einer der Gründe, warum man als richtiger Programmierer zumindest einmal mit Assembly gearbeitet haben sollte. Zum Beispiel zu hardwareunabhängiger und exakter Zeitmessung ist eine so schnelle Sprache wie Assembly nötig. Außerdem versteht man die Hintergrundprozesse höherleveliger Sprachen weitaus besser, wenn man die Maschinensprache auch versteht. Auf der anderen Seite können vergleichsweise einfache Aufgaben, wie zum Beispiel ein Programm, welches ausschließlich den Text Hallo Welt ausgibt, in Assembler-Sprachen ein Vielfaches länger sein als in hohen Sprachen. Hier sieht man auf der linken Seite ein Hallo-Welt-Programm, geschrieben in einer Assembly-Sprache. In der Mitte sieht man das gleiche Programm, jedoch diesmal in der Sprache Pascal geschrieben. Und auf der rechten Seite ist der Quelltext eines Java-Hallo-Welt-Programmes zu finden. Wie man sehen kann, ist der Unterschied zwischen den drei Sprachen ziemlich groß. Der Pascal-Quellcode ist gerade mal 4 Zeilen lang. Der Java-Quellcode besitzt zumindest 1 Zeile mehr. Und der Assembly-Code ist ganze 16 Zeilen lang. Macht jedoch genau das gleiche. Zur Verteidigung von Assembly, zu solchen Anwendungszwecken ist Assembly nicht gedacht und wird normalerweise auch nicht so genutzt. Trotzdem dürfte der Assembly-Code in den meisten Fällen schneller bei der Ausführung sein, im Gegensatz zu Pascal oder Java, da er viel schneller vom Prozessor verarbeitet werden kann. Grundsätzlich ist Assembly für das Lesen und Schreiben aus bzw. in den Prozessor einfache logische Operationen, einfache mathematische Funktionen, Aufrufen von Ein- und Ausgabegeräten und einfache Kontrolle des Programmflusses konzipiert. Solltet ihr ein angehender Entwickler sein, wäre es eine sinnvolle Überlegung, sich für einige Zeit intensiv mit Assembler-Sprachen zu beschäftigen, um die Hintergründe von Programmiersprachen kennenzulernen und zu erfahren, wie Maschinensprache funktioniert. Kommt aber auf gar keinen Fall auf die Idee, in irgendeiner Weise eine direkte Kommunikation mit dem Nutzer einzugehen oder geschweige denn ein ganzes grafisches Nutzerinterface mit Assembly zu entwickeln. Für solche Anwendungen sind andere Sprachen weitaus effektiver. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewertet gerne dieses Video, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Video in einer Woche über die Sprache.